Seit 31 Jahren findet in der Kulturscheune in Salzgitter-Lebenstedt alljährlich ein Ereignis der ganz besonderen Art statt. Das Drummer-Meeting. 50 Musikverrückte bringen mit ihren Sticks die Felle der Drums zum Glühen. Bekannte Schlagzeuger wie zum Beispiel Mark Schulman, der Drummer von Pink, geben sogenannte Masterclasses, in denen selbst Fortgeschrittene noch etwas lernen können. Die Schlagzeuger lernen zum einen ganz wichtig natürlich technische Sachen am Set, dann musikalisches Denken, wie zum Beispiel, wie führe ich eine Band oder wie kann ich Songstrukturen erkennen in einem Song, der mir neu ist zum Beispiel. Und es geht ja darum, einfach das Gehirn auch zu schulen und zu sagen, okay, neue Aspekte von einem anderen Schlagzeuger bringen mich auch weiter. Und deswegen ist so ein Drummer-Meeting eigentlich immer ganz cool. Auch die Kollegen untereinander sind ja dann auch immer daran, sich gegenseitig auszutauschen. Das macht sehr viel. Und ein erfahrener Schlagzeuger, der hat manchmal auch Sachen, die er vielleicht nicht weiß, die ich ihm dann auch sagen kann. Was ist Groove? Wie entsteht Groove? Kann man Groove lernen? Diesen Fragen zur Kernkompetenz einer guten Band gingen Drummer Zaki Zukas und Bassist Frank Itt in ihrer Arbeitsgruppe beim diesjährigen Drummer-Meeting nach. Interessiert hat uns natürlich auch, wie das Drummer-Meeting, das seit Jahrzehnten in der Szene sehr gefragt ist, entstand. Das Drummer-Meeting gibt es jetzt seit 31 Jahren. Und ist entstanden, als ich noch Schlagzeuglehrer an der Musikschule hier der Stadt Salzgitter war und dachte, es könnte auch mal ein Seminar nur für Schlagzeuger sein. Und dieses Seminar soll sich abheben von den üblichen schneller, weiter, höher Seminaren, sondern hat auch einen pädagogischen Anspruch gehabt, sodass die Teilnehmer auch bei den Dozenten, bei den internationalen Dozenten, direkt Unterricht nehmen oder bekommen und nicht nur von unten gucken, wie toll sie da schnell spielen. Das war der Ansatz. Ein Wochenende ersetzt zwar keinen Unterricht, eine Masterclass beim Drummer-Meeting aber kann Impulse setzen, in Tricks und Kniffe einführen und Horizonte fürs Leben erweitern. Wir haben eine Teilnehmerin nach den Beweggründen ihrer Teilnahme gefragt. Also ich bin jetzt das dritte Mal dabei und die Atmosphäre hier ist einfach ganz toll. Die Dozenten sind super, sind total hochklassige Lehrer, die uns hier unterrichten. Es sind kleine Gruppen. Man hat immer die Gelegenheit, am Set mitzuspielen oder eben auch in der Gruppe gemeinsam Sachen zu erarbeiten. Und das ist einfach eine ganz besondere Gelegenheit, die es so nirgendwo anders gibt. Also es ist jedes Mal was dabei, was man neu lernt und was man mit nach Hause nimmt, weil jeder Dozent selbst gleiche Sachen anders unterrichtet. Und also dieses Jahr war für mich zum Beispiel das Linear-Drumming total neu, was wir jetzt bei Randy Black gemacht haben. Das war super, das nochmal zu erarbeiten. Es war einmal mehr eine Woche mit vielen interessanten Persönlichkeiten, unheimlich viel Spaß und auch die Teilnehmer konnten wie jedes Jahr wieder eine Menge dazulernen.